Sonntag, 10.12.2017, 8 Uhr Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback kommentieren IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.AD, brandet unterstrich Schandl unterstrich dieser, lange Haftstrafe, hohe Geldstrafe vor wenigen Tagen muss Stee Oliver Schmidt den strengen Richterspruch eines US-Gerichts über sich ergehen lassen. Nun überlegen seine Anwälte, ob sie das Urteil anfechten. Wir prüfen, ob wir Rechtsmittel einlegen, sagte sein Berliner Anwalt Alexander Seidtele der Welt am Sonntag. IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.AD, Outstream, IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.AD, Mitte unterstrich 1, ein rechtskräftiges Urteil ist demnach Voraussetzung dafür, dass Schmidt einen Antrag auf Verbüßung seiner Strafe in einem deutschen Gefängnis stellen kann. Der Bild am Sonntag, BAMS, zufolge laufen aktuell Bemühungen, die auch die Möglichkeit eines Gefangenenaustauschs beinhalten. Schmidt war am vergangenen Donnerstag in Detroit zu 7 Jahren Haft und einer Geldstrafe in Höhe von 400.000 Euro verurteilt worden. Zudem muss Schmidt laut BAMS $95 pro Tag für den Haftaufenthalt bezahlen. Der VW-Manager hatte gestanden, die Existenz einer Betrugssoftware gegenüber US-Behörden verschwiegen und falsche Unterlagen weitergeleitet zu haben. Der 48-Jährige befindet sich seit Anfang Januar in Haft. Er war während eines Urlaubs im US-Bundesstaat Florida festgenommen worden. Seine bisherige Haftzeit wird ihm den Gerichtsangaben zufolge auf seine Strafe angerechnet. Eine Analyse zur Verurteilung von Oliver Schmidt lesen Sie hier. IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.AD, Mitte unterstrich 2, var Criteo gleich Criteo, Criteo Events gleich Criteo Events plus H, Function, Criteo Displacceptable ADI Fahrt blockt, Zunight, 458539, Containerit, CRT 4183 FF44, Override Zone Fluor, False, die harte Strafe für den VW-Manager sei keine Überraschung gewesen, sagte sein Anwalt Seidtele weiter. Er glaube nicht, dass Schmidt beim Gericht einen VW-Malus gehabt habe. Das Strafniveau ist einfach höher. IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.AD, Mitte unterstrich 3, Schmidt muss neben der Strafe in den USA damit rechnen, seinen Job bei Volkswagen zu verlieren. Der Konzern in Wolfsburg begründet dies mit den Compliance-Regeln. Der Dieselskandal war vor gut 2 Jahren in den USA aufgeflogen. VW gab darauf hin zu, Abgaswerte mit einer illegalen Abschalteinrichtung manipuliert zu haben. Volkswagen bekannte sich nach langen Verhandlungen schuldig und akzeptierte eine milliardenschwere Wiedergutmachung an Kunden und Behörden sowie eine Strafzahlung. Insgesamt kostete der Betrug den Wolfsburger Konzern bisher mehr als 25 Milliarden Euro.